Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um Manuelsens Reaktion auf den vermeintlichen Autounfall von Shindy. Wenn ihr die wichtigsten Meldungen als erster erhalten wollt, könnt ihr ab jetzt die Benachrichtigungen auf unserer Webseite aktivieren. Folgt einfach dem Link in der Beschreibung und drückt auf die Glocke. Schon erhaltet ihr die wichtigsten Nachrichten direkt auf euer Handy. Gestern Abend sorgte die Bild-Zeitung für einen echten Knaller. Sollten die Recherchen des Boulevardblattes der Wahrheit entsprechen, müssen die meisten öffentlichen Einschätzungen rund um die Ereignisse bei Erscooter Junge noch einmal überdacht werden. Bisher wurde zumindest davon ausgegangen, dass Ali Boumaier, Lars, Shindy und Arafat sich gemeinsam von Bushido getrennt haben und ein eigenes Label aufbauen. Durch den Bericht der Bild würde diese Annahme ungültig sein. Ihren Erkenntnissen nach wurde der Dreams-Rapper von mehreren Männern aus dem Wagen gezerrt und sogar bedroht. Noch dazu soll auch Arafat an der Aktion beteiligt gewesen sein. Hintergrund der Tat soll tatsächlich die EGJ-Trennung sein. Das Blatt spekuliert, dass Arafat sein Signing durch diese Aktion davon abbringen wollen würde, zu einem anderen Label zu wechseln, da er in diesem Fall keine Einnahmen mehr für ihn einbringen würde. Diese Behauptung kann allerdings nicht belegt werden. Nachdem sich Bones MC erst vor einigen Stunden äußerte und sich offenbar über Shindy lustig machte, zieht nun auch Manuelsen nach und zieht über den Vorfall her. In seiner Story postet er ein Bild, das seinen Autounfall zeigen soll. Verlinkt ist ein YouTube-Video, in dem es um Selbstverteidigung in einer solchen Situation geht. Was meint ihr zu Manuelsens Reaktion auf Shindy? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.